Zynismus. Sebastian Tittelbach berichtet. Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit 12 Toten will die Branche zusammen mit den Sicherheitsbehörden nach bundesweit einheitlichen Lösungen suchen. Die Schausteller hoffen, dass erhöhte Sicherheitsmaßnahmen die Besucher nicht abschrecken werden. Aus Festen dürfen keine Festungen werden, so Ritter. Außerdem müssten höhere Kosten für die Sicherheit auf alle verteilt werden, die am Jahrmarkt mitverdienen, wie zum Beispiel Hoteliers und Taxiunternehmen. Die deutschen Schausteller blicken auf eine gute Saison zurück. Während kleinere Feste seit Jahren stetig weniger werden, wächst die Bedeutung der Weihnachtsmärkte. Fans und Freunde der Sängerin und Schauspielerin Gisela May können sich heute von ihr verabschieden. Dazu wird es am Mittag eine Trauerfeier auf dem Friedhof Baumschulenweg im Berliner Osten geben. Die Details der Trauerfeier hatte May noch zu Lebzeiten mit dem Bestattungsunternehmen geklärt. Auf ihren Wunsch hin wird beispielsweise kein Foto von ihr aufgestellt. Die Urnenbeisetzung der Künstlerin wird im engsten Freundeskreis stattfinden. Gisela May war Anfang Dezember mit 92 Jahren in Berlin gestorben. Sie galt als herausragende Interpretin von Brecht-Songs und als wandlungsfähige Charakterdarstellerin. Zum Schluss noch diese Meldung. Die Restaurierung des englischen Sitzes in Wörlitz ist abgeschlossen. Das älteste Bauwerk im Landschaftspark Wörlitz erstrahle im neuen alten Glanz, teilte die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hierzu mit. Mit der neuen cremefarbenen Fassade und dem schiefergedeckten Dach sei das Bauwerk auch wieder von weitem gut zu erkennen. Zudem sei es künftig vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch eine Sperre im Fundament geschützt. Der 1765 errichtete englische Sitz ist den Angaben zufolge das erste klassizistische Bauwerk der Wörlitzer Anlagen und gilt als frühestes Zeugnis dieses Stils in Deutschland. Und das waren die Kulturnachrichten von und mit Tina Motzi-Kaufmann. Vielen Dank. MDR Kultur. Wetter und Verkehr. Unter Mittag und Nachmittag gibt es auch mal gelegentlich ein paar Sonnenstrahlen, meist dann aber doch Wolken, einzelne Schauer auch mit dabei. Nur im oberen Bergland wird es die als Schnee geben bei 1 bis 5 Grad heute und starkem Südwestwind. In der Nacht dann von Südwesten her mehr Regen und auch Schneefall bei plus 2 bis minus 1 Grad und morgen stürmisch, anfangs Regen, zunehmend aber dann ergiebiger Schneefall bei minus 1 bis plus 4 Grad. Und am Sonnabend wechselhaft mit einigen Schneeschauern und etwas Sonne. Und der MDR-Verkehrsdienst meldet Vorsicht auf der 9 Richtung Berlin. Zwischen Bergbad Steben und Rudolfstein hier liegen Fahrzeugteile auf der mittleren Fahrspur. A9 Richtung München. Zwischen Köselitz und Coswig hier ist die rechte Fahrspur durch einen defekten LKW blockiert. Vorsicht auf der A9 Berlin-München. Zwischen Großkugel und Leipzig-West hier läuft ein Wildschwein auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A13 Richtung Berlin zwischen Ortrand und Ruhland. Hier liegt ein Metallteil auf der Fahrbahn und im Landkreis Greiz auf der Straße zwischen Hohenleuben und Mählerhöhe Brücklar. Stockender Verkehr durch einen Feuerwehreinsatz. Wo es geht, gute Fahrt, kommen Sie gut ans Ziel. MDR Kultur. Das Radio.